Europawahlkampf im Südosten Englands. Nigel Farage ist Europaabgeordneter und Chef der rechtspopulistischen Anti-Zuwanderer-Partei UKIP. Mit dem EU-Skeptiker könnte die United Kingdom Independence Party bei der Wahl Ende Mai in Großbritannien die meisten Stimmen holen, vor allen anderen Parteien. Natürlich wollen wir, dass Leute aus Europa bei uns arbeiten, aber kontrolliert mit einer Arbeitserlaubnis. Die europaskeptischen Parolen von Farage kommen bei vielen Briten gut an. Und auch seine Persönlichkeit verfängt bei vielen. Farage ist ein ehemaliger Banker, der sich als Mann des Volkes gibt. Er trinkt Bier und raucht, gibt Angeln als sein Hobby an und spricht klare Worte. Im Parlament in London ist die UKIP nicht vertreten. David Cameron hat vor seiner Zeit als Regierungschef mit spöttischen Worten über die Partei hergezogen. Doch ihr Erfolg dürfte ihm zu denken geben. Die UKIP zieht Wähler von links und rechts an. Parteichef Farage gibt sich selbstbewusst. Ehrlich gesagt, je mehr sie uns beschimpfen, umso besser geht es uns. Den Leuten wird klar, dass die etablierte Politik sich in die Enge gedrängt und verunsichert fühlt durch das, was die UKIP macht. Sie reagiert mit Beleidigungen, Beschimpfungen und Gemeinheiten. Das funktioniert nicht. Kritiker werfen der UKIP vor, rassistisch zu sein. Farage weist das zurück. Und auch antieuropäisch sei seine Partei nicht. Er liebe Europa, sagt Farage, der mit einer Deutschen verheiratet ist. Aber den Brüsseler Politikapparat, die Flagge und die Hymne, die, so sagt er, hasst er.